Mitgefühl, Karuna, ist eine der vier sogenannten Brahma-Viharas. Brahma sind die höchsten Götter oder göttlichen Wesen, die sich nur in außerordentlich heilsamen, reinen Zuständen des Geistes und des Herzens aufhalten. Und Vihara heißt so viel wie Ort des Verweilens. Also die Brahma-Viharas sind die Orte, wo die höchsten Götter verweilen. Und das sind eben Zustände der Liebe, Metta, des Mitgefühls, Karuna, der Mitfreude, Mudita, und der Gelassenheit, oder des Gleichmuts, Upekkha. Diese vier Qualitäten werden auch als Appamanya bezeichnet. Und das heißt so etwas wie unbegrenzt. Weil in diesen Zuständen des Herzens und des Geistes eine unbegrenzte oder grenzenlose Anzahl von Lebewesen mit eingeschlossen sind, nämlich alle Lebewesen. Und Mitgefühl, Karuna, ist der zweite dieser Brahma-Viharas. Es ist der Wunsch, dass alle Lebewesen frei sein mögen von Leiden und Schmerz, von Kummer und Sorgen. Und wie bei der Metta-Meditation arbeiten wir in dieser Praxis mit Sätzen oder zumindest mit einem Satz. Und in der Karuna-Meditation heißt er, mögen alle Lebewesen frei sein von Leiden und Schmerz oder Variationen davon. Mögen alle Lebewesen frei sein von Kummer und Leid, frei sein von Schmerzen, was immer. Wie immer ihr das anwenden wollt. Manche finden es hilfreich, zwei oder drei oder vier Sätze zu haben. In der Tradition ist es ein Satz. Ich denke zwei, zumindest zwei sind ganz hilfreich. Das ist auch, kann einem helfen oder zwingen, noch ein bisschen weniger schnell mechanisch zu werden, wenn man sich an zwei verschiedene Sätze erinnern muss als nur an einen. Wenn wir solche Sätze verwenden, ist das für manche nicht so einfach, nicht, vor allem nicht unbedingt offensichtlich, was das soll. Gehirnwäsche kommt schnell mal als Vorstellung. Das Gefühl, man tue etwas Mechanisches. Auch die Frage, was gibt es für einen Sinn, wenn ich diese Sätze brauche, wenn das vielleicht noch gar nicht stimmt, wenn ich das Gefühl vielleicht gar nicht habe im Moment, wieso soll ich diese Sätze verwenden? Buddha hat etwas ganz Interessantes gesagt in Bezug auf Gedanken, die wir denken, und das würde sich hier auch auf diese Sätze beziehen, und ihre Auswirkung auf uns, auf unser Leben. Er hat gesagt, der Gedanke äußert sich als Wort. Das Wort äußert sich als Tat. Die Tat wird zur Gewohnheit. Und Gewohnheit verhärtet sich zu Charakter. Also beachte sorgsam den Gedanken und seine Wege. Und lasse ihn in der Liebe entspringen, die der Fürsorge für alle Wesen entspringt. Wenn wir keine bestimmten Sätze oder Gedanken innerlich brauchen, systematisch und regelmäßig anwenden oder aufsagen sogar, dann ist bei den meisten von uns, ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dann ist es nicht so, dass der Geist einfach still ist und dann kein Gedanke da ist, sondern da ist es so, dass der Gedanke, dass der Geist ständig das denkt, was er gewohnheitsmäßig sowieso immer denkt. Und wer schon zugeschaut und beobachtet hat, was das so ist, es ist Planen, ständiges Vorausschauen, was man noch tun könnte, was man noch tun muss, was man noch, was alles schief laufen könnte, wie man es gerne hätte, dass es sein könnte oder müsste, was man noch alles vermeiden könnte oder sollte oder möchte, was man alles hinkriegen möchte, was man alles erhalten möchte. Ein guter Teil ist nachzudenken über, wie es war, was gut war, wie der blöd war, ob ich da richtig reagiert habe, wie ich reagieren hätte, reagieren sollen.
urteilen, werten, vergleichen, verurteilen, kritisieren. Es läuft sehr viel. Forscher haben erforscht, dass wir 60.000 Gedanken denken im Tag als durchschnittliche Europäer. Was wir eigentlich tun in dieser Karuna-Meditation ist, wir versuchen anstelle zufälliger 60.000 Gedanken, bestimmte 60.000 hinzukriegen. Nämlich Gedanken, die dem Wunsch entspringen, die die Haltung ausdrücken, mögen alle Lebewesen frei sein von Leiden und Schmerz. Und ich denke, es wird genügend Zeit da sein, sich auch noch auseinanderzusetzen und auszutauschen mit dem Gebrauch dieser Sätze und Gedanken. Mitgefühl ist die gleiche innere Haltung wie Metta, wie liebevolle Güte, aus Neugierde. Wer war da, als wir eine Woche lang Metta gemacht haben? Das ist nämlich natürlich sehr... Also in dem Sinn wird es sehr ähnlich sein. Einfach die Atmosphäre von Mitgefühl, von Karuna, ist etwas anderes als die von Metta, wie ihr sehen werdet. Karuna, Mitgefühl, ist dieselbe innere Haltung wie Metta, aber die Aufmerksamkeit ist auf das Leiden der Lebewesen gerichtet. Also mit Lebewesen ist man selber mit eingeschlossen. Ist auf das Leiden gerichtet und den Wunsch, sie mögen davon frei sein, anstatt auf ihr Glück und Wohlergehen. In Metta ist der Satz, mögen alle Lebewesen glücklich sein, gesund sein, Sicherheit leben, unbeschwert leben. Im Karuna ist es, man sie frei sein von Leiden. Und das bedeutet auch, dass wir in dieser Woche uns sehr stark, also viel stärker als etwa bei Metta, mit dem Leiden auseinandersetzen werden. Auch auseinandersetzen müssen, weil der Zugang zu dieser Haltung von Karuna über dass die Erfahrung des Leidens geht und über die Fähigkeit, sich dem zu öffnen. Wenn wir es vermeiden, Leiden anzuschauen, Leiden wahrzunehmen, Leiden anzuerkennen, dann wird es sehr schwierig sein, wirklich Mitgefühl zu fühlen oder auch nur diese Haltung überhaupt zu ahnen, weil das bedeutet, dass wir geschlossen zu sind, dass Widerstand da ist und dass wir Leiden und Schwierigkeiten eher mit Aversion begegnen werden. Also es ist ein großer Teil dieser Übung in dieser Woche, Leiden überhaupt anzuerkennen und zu versuchen, dafür da zu sein. Immer dann, wenn wir für Leiden in irgendeiner Form offen sind, immer dann ist Mitgefühl die natürliche Antwort des Herzens. Immer dann müssen wir Mitgefühl nicht produzieren, sondern immer dann entsteht Mitgefühl. Man hört immer mal wieder, Buddhismus sei pessimistisch. Und wenn man die vier wichtigsten Aussagen anschaut, die Buddha gemacht hat, alle vier haben mit Leiden zu tun. Wenn man sie aus einer Distanz und etwas unsorgfältig anschaut, dann sieht es so aus, als ob hier nur von Leiden gesprochen wird. Was wirklich gemacht wird, ist, dass bei der ersten Aussage klar gesagt und gesehen und anerkannt wird, dass Leiden da ist und dass es eine Eigenschaft dieses Lebens ist, die sehr tief verwurzelt ist auch. In der zweiten Aussage wird gesagt, dass dieses Leiden Ursachen hat, und zwar in uns selber, in unserem Geist und Herzen. Und bei den nächsten zwei Aussagen wird gesagt, dass es möglich ist, frei zu werden von Leiden. Und ich denke, das genügt schon, um zu zeigen, dass es gar nicht pessimistisch ist. Und in der vierten Aussage wird vom Weg und Mitteln und Wegen gesprochen, die uns helfen, frei zu werden. Eigentlich ist es eine äußerst positive Herangehensweise, eine sehr optimistische Weise, sich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Die aber sagt, es ist notwendig und unumgänglich, dass wir zuerst die Schwierigkeiten anschauen. Vielleicht wie ein Arzt oder eine Ärztin, die eine Krankheit heilen sollte. Wenn
sich diese Ärzte nicht zuerst auseinandersetzen mit den Ursachen und der Diagnose, dann, was oft geschieht, denke ich, sind es nicht tun, dann wird entweder keine Heilung möglich sein oder es wird eine Symptombehandlung geben, die nicht sehr tiefgreifend ist. Mitgefühl wird definiert als das Beben des Herzens, wenn es in Berührung ist mit dem Leiden der Lebewesen. Man kann kaum mit ansehen, wenn andere leiden und tut, was nötig ist und was getan werden kann, um zu helfen. Der Zen-Mönch Hirokan beschrieb dieses Gefühl, als er sagte, ach, wäre doch meine Robe weit genug, um aufzunehmen all die leidenden Wesen dieser dahintreibenden Welt. Shantideva, der indische Poet und Meister, schreibt in seiner Bodhicharya-Avatara, möge ich Arzt und Medizin und möge ich Pfleger sein für die Wesen dieser Welt, bis alle ohne Ausnahme geheilt sind. Möge ich ein unerschöpflicher Schatz sein und möge ich mich in all die Dinge verwandeln, welche die Lebewesen benötigen. Und ich denke, im nächsten Vers oder so sagt er, und mögen sie gleich nebenan sein, gleich in der Nähe sein, all diese Dinge, in die ich mich verwandeln will, damit die Lebewesen, damit sie auch erreichbar werden. Also die ganze innere Haltung entspringt diesem Wunsch, dass alle Lebewesen frei sein mögen von allen Arten und Formen des Leidens. Wenn wir uns diese Herzensregung von Mitgefühl vorstellen, dann kann man auch von einem sozusagen diametral gegenüberliegenden Zustand sprechen, dem sogenannten entfernten oder gegenüberliegenden Feind. Gewaltsamkeit, Grausamkeit, Aggression, all diese Gefühlsregungen, all diese Emotionen sind Mitgefühl diametral gegenübergesetzt. Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass wie bei Metta Hass und alle Formen von Aversion direkt gegenüber liebevoller Güte sind. Nun gibt es auch so etwas wie die nahen Feinde oder die Eigenschaften des Geistes und des Herzens, die manchmal fast so aussehen wie diese heilsame Eigenschaft. Bei Metta ist es Liebe mit Haften. Es ist Liebe, die zwar, zwar Zuwendung da ist, wo aber eine Erwartung da ist, irgendwo. Ich liebe dich, ich gebe dir das und das und das oder was immer du brauchst, solange du das und das und das lieferst oder bist oder lebst oder mir zeigst oder was immer. Die sehen sehr ähnlich auch aus, diese zwei Formen von Liebe in Anführungszeichen, bis die Bedingungen nicht mehr stimmen. Sobald die Bedingungen nicht mehr stimmen, sobald die andere Person die Bedingungen nicht mehr einhält, wird es spürbar, dass da ein Unterschied ist. Wenn es Metta war, bleibt die Haltung dieselbe. Wenn es der sogenannte nahe Feind war, beginnen wir zu leiden, weil in dem Moment haben wir ein Problem. Jetzt ist sie nicht mehr so, wie sie eigentlich sein müsste. Ich kann gar nicht verstehen, was in sie gefahren ist. Was immer die Veränderung da ist, die Veränderung ist, die entsteht, ich habe ein Problem, weil ich Bedingungen an meine Zuneigung geknüpft habe. Mit Mitgefühl und Karuna ist dasselbe. Mitleid gepaart mit Aversion. Immer wenn Aversion gegen Leiden reinkommt in unsere innere Haltung und wir uns verschließen, dann gibt es verschiedene Arten, wie wir damit umgehen können. Wir finden vielleicht die Person, die schuldig ist für dieses Leiden. Wir verteilen Schuld und dann ist Hassgefühl da und irgendwie sehen wir dann die leidende Person als Opfer, der wir uns zuwenden. Es kann Selbstmitleid sein. Wir sehen, wie jemand leidet und wir sind sehr berührt und finden, ach ja, und überhaupt, die ganze Welt ist so schlimm und mir geht es auch so schlecht und Tränen, die eigentlich Selbstmitleid sind.
Ich habe das vor vielen Jahren mal gesehen, da war die Beerdigung von meiner Großmutter. Und da kamen eine ganze Anzahl Leute, ältere Leute, die sie eigentlich gar nicht gekannt hatten. Und die kamen und weinten. Das war wahnsinnig traurig. So. Das war so eine Suppe aus Selbstmitleid, die eigentlich gar nichts mit der Person zu tun hatte, die da zu Grabe getragen wurde. Und ich denke, ein Teil der Praxis in dieser Woche wird es sein, zu schauen, wie sich all diese Arten und diese Variationen von ähnlich sich anfühlenden und doch ganz verschiedenen Gefühlen da einschleichen. Wenn es anderen Lebewesen schlecht geht, manchmal kann man auch gar nicht einfach für all das offen sein. Ich denke, die Art und Weise, wie wir mit Leiden überflutet werden durch die Medien, das meint manchmal einfach schlichtweg zu viel. Es wird abstrakt und wenn wir dann nicht offen sind, ich neige jetzt eher dazu zu denken, das ist auch nicht so tragisch, weil die Frage ist immer, wenn wir persönlich und direkt in Beziehung sind mit Leiden, vor allem mal dann, wie sieht das aus? Und wenn wir Leiden in uns selber spüren, wie ist es dann? Manchmal, wenn wir Leiden erfahren, sehen und doch verschlossen bleiben, haben wir gleichzeitig ein schlechtes Gewissen und tun dann irgendetwas. Ein Check schreiben ist eine gute Methode. Man checkt etwas Geld dahin und dann ist es wieder okay. Das wäre eine Art von Mitgefühl, die vielleicht schlechtem Gewissen oder Schuldgefühlen entspringt. Ich denke, wichtig ist, dass wir es trotzdem tun. Den Menschen in Ecuador oder Bolivien oder wo immer das jetzt gerade wieder war, hilft das gleich viel. Ob der Scheck, den wir geschrieben haben, aus Schuldgefühl kam oder aus echtem Mitgefühl. Also ich möchte das hier festhalten. Ich denke nicht, das ist ein Grund, nichts zu tun, wenn etwas getan werden muss, nur weil mein Mitgefühl nicht ganz echt ist. Gleichzeitig ist es in meiner Erfahrung und Entwicklung und Praxis, ist es eben nicht ein Kultivieren von Mitgefühl in dem Fall, sondern von einer Form von schlechtem Gewissen, die wir oft verwechseln mit heilsamen Qualitäten. Ich denke, interessant ist auch das scheinbare Mitgefühl des Herunterblickens auf die armen Leidenden. Ich denke, das ist hier auch so. Bei uns sieht man viel mehr Leute in der Straße, die betteln jetzt wieder. Das war ja jedenfalls in der Schweiz völlig unbekannt für Jahrzehnte. Mir ist das sehr bekannt aus Asien, vor allem Indien. Das ist eine ständige Auseinandersetzung und Herausforderung und Praxis. Etwas zu geben und zu schauen, wie weit es möglich ist, Kontakt aufzunehmen mit der Person und aus dem Kontakt rauszugeben. Oder wie weit wir verschlossen bleiben, was geben, dass das irgendwie abgehakt ist. Manchmal ist das immer noch hilfreich für die Person. Oder was das bedeutet, wenn wir denken, na, die Armen, was immer, vielleicht wissen wir in Anführungszeichen, dass die halt ein bisschen zu blöd sind, um sich selber helfen zu können, oder zu bequem, oder zu faul, oder zu dumm, oder was immer. Vielleicht in uns auch unausgesprochen da ist, wenn ein Gefälle da ist in unserem Geben, das ist eine Form von nicht ganz richtig, nicht echten Mitgefühls. Extrem ist das Beispiel, das ich aus der Sonntagsschule mich erinnern mag. Ich war da nur 3-4 Mal, habe ich meine ältere Schwester mitgeschleppt. Und das ist das Einzige, was ich mich erinnere. Ich habe keine Ahnung, was die da erzählt haben und gesagt haben. Aber am Schluss kam jemand vorbei mit so einer kleinen Kasse und darauf stand, und ich brauche das politisch unkorrekte Wort, darauf stand ein Negerlein, das jedes Mal, wenn man 50 Pfennig reinwarf, artig nickte. Und ich denke, das ist so ziemlich das der Inbegriff dieser Haltung des sogenannten Mitgefühls.
kommt noch dazu, es geschieht ihnen auch noch recht, vielleicht sind es ja noch Heiden, also sie verdienen unser Mitgefühl, aber eigentlich ist all das ist da drin. Ich denke, was hier sichtbar wird, ist die Tatsache, dass Mitgefühl auch Gelassenheit braucht, also es braucht die Fähigkeit und das Willenssein, sich zu öffnen für Leiden, und das haben wir nur, wenn Gleichmut da ist. Die, so gleich, nicht Gleichgültigkeit, okay, sondern Gleichmut. Es braucht so viel innere Balance, dass wir es wagen können, riskieren können, uns für Leiden, Schmerz, Schwierigkeiten zu öffnen in dem Moment. Metta, sowohl wie Mitgefühl, Karuna, sowohl wie Mudita, mit Freude, brauchen UPK, Gleichmut oder Gelassenheit als ganz wichtige Komponente, die zusammen gleichzeitig entwickelt werden muss. Auch Gleichmut zum Beispiel in Bezug auf das, was rauskommt, wenn ich aus Mitgefühl handle. Wenn ich mich bewegen lasse, aus Mitgefühl zu handeln, und dann eine Agenda, irgendeine Vorstellung habe, was dabei rauskommen müsste, dann wird das schon wieder problematisch, jedes Mal dann, wenn diese Vorstellung nicht erreicht wird. Eine ganz klassische, von der ich uns schon warnen will, ist die Vorstellung, dass wenn ich anderen wünsche, dass sie frei sein mögen von Leiden, dass das denn dann was nützt. Also das ist immer wieder die Vorstellung. Also ich habe dir jetzt schon 3 Tage gewünscht, dass du frei sein möchtest von Leiden. Ich hoffe, du merkst bald einen Unterschied. Ja, doch. Aber auch, wenn wir tatsächlich handeln und wirklich in unserem Leben uns bemühen, in der Richtung zu wirken, wenn da nicht Gleichmut und Gelassenheit da ist in Bezug auf, was das bewirkt, dann werden wir ständig abhängig von Ergebnis. Und das bekannte Burnout-Syndrom, sagt man denn, das Ausbrennen, vor allem in helfenden Berufen, hat sehr oft damit zu tun, dass wir mehr und mehr und mehr tun, weil wir es nicht aushalten, dass nicht so viel sich verändert, wie wir denken, es müsste sich verändern. Das ist nicht der einzige Grund fürs Ausbrennen, aber es ist einer. Ich denke, ein großer Teil der Praxis wird die Auseinandersetzung sein mit all diesen Aspekten um das eigentliche Mitgefühl herum. Wir beginnen die Meditation mit jemandem, der offensichtlich leidet und den wir gut mögen. Das Prinzip ist auch hier wie bei Metta das, dass wir dort anfangen, was am einfachsten ist. Und hier gibt es dann eine Unklarheit, auf die ich dann noch zu sprechen kommen werde. Praktisch haben wir gesehen, in anderen solchen Wochen, dass es einfacher ist, im Alltag mit sich zu beginnen, weil man nicht sich noch eine andere Person zusätzlich vorstellen muss. Gleichzeitig ist das Mitgefühl so im Allgemeinen, dass es dort am ehesten entspringt, wo wir uns einer Person zuwenden, die sichtbar, für uns selber sichtbar leidet und die wir gut mögen. Weil das dann ziemlich einfach. Schwierig ist es mit einer Person, die sichtbar leidet, aber die wir blöd finden, oder schwierig finden, oder wo wir glauben, die ist sowieso selbst schuld. Das ist zwar immer noch sichtbares Leiden, aber die Bereitschaft, sich dafür zu öffnen, ist viel kleiner, weil es ihr Problem. Die andere Schwierigkeit ist, wenn es jemand ist, den wir vielleicht gut mögen, aber es ist gar kein offensichtliches Leiden da. Oder die Dinge, die wir wichtig finden im Leben, die in denen sind die erfolgreich. Oder sogar in den Dingen, die wir gerne haben möchten und nicht haben, sind die erfolgreich. Dann wird es schwierig. Also so ist die zunehmende Schwierigkeit ein bisschen anders gestuft, ein bisschen komplexer gestuft als bei der Metameditation, was ziemlich eindeutig ist. Schaut, dass ihr wirklich dort beginnt und auch wieder immer dorthin zurückgeht, wo es möglich ist, wo es relativ einfach ist. Das ist ein wichtiges Prinzip auch bei Metta. Anders als bei Vipassana, wo wir auch mal dabei bleiben, wenn es schwierig ist, um Gelassenheit und inneres Gleichgewicht zu kultivieren. Wenn es schwierig wird, kommt zurück dahin, was einfacher ist.
immer und immer wieder. Und wenn er nie weiterkommt in dieser Woche als über diese eine Person hinaus, was am einfachsten ist, dann ist das okay. Ist besser als, was wir ja oft denken, gerade in unserer Kultur, dass wir es dort tun müssen, was am schwierigsten ist. Also ich werde mal mit Saddam Hussein anfangen oder wer immer, wenn immer ich persönlich schwierig finde. Das ist nicht sinnvoll. Das ist auch hier ein bisschen wie das Beispiel mit dem Gewichteheben, wo man mit leichteren Gewichten anfängt und wenn man die nächstschwereren heben kann, dass man auf die wechselt und nicht mit denen anfängt, die von Anfang an zu schwer sind. Wir können dann weitergehen und wir werden das im Verlauf der Woche sehen, wie wir das tun werden, schwierigere Personen nehmen und dann alle Lebewesen mit einschließen.